Und ich sage dann immer so als Schweizer, weit davon entfernt, sage ich, du, aber sowohl Israelis wie Palästinenser gehören zur Menschheitsfamilie. Ja? Sowohl Juden wie Muslime gehören zur Menschheitsfamilie. Genauso ist es, Daniele. Denn man muss vielleicht das am ehesten wie ein Gefängnisausbruch beschreiben, weil der Gazastreifen ist eigentlich ein Freiluftgefängnis. Hey, hör zu, ich bin nicht für Israel oder ich bin nicht für Palästina, ich bin für den Frieden. Verstehst du, was ich meine? Für Menschlichkeit, für Liebe so. Fertig aus. So nicht anders, meine Jutzten. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und ich habe es ja schon angekündigt in einem der Videos, dass wir uns den Talk bei Boogie und Belasch 100% Real Talk mit Daniele Ganser reinziehen werden. Und heute ist es soweit, auf Sonntag ganz entspannt, werden wir uns jetzt mal hier reinziehen. Was der Herr Ganser auch zu den ganzen, zu dem Konflikt, der aktuell in Israel-Palästina leider immer noch tobt, was er dazu sagt. Und wir müssen uns nicht das ganze komplette Interview reinziehen, aber wir gehen auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, relativ am Anfang geht es schon um das Thema. Und ja, wie gesagt, nochmal, ich schätze den Herrn Ganser sehr. Gerade was Historie, Krieg, Amerika und diese ganzen Sachen angeht. So, ist ein freidenkender, selbstdenkender Historiker, der nicht gesteuert ist vom System quasi. Und deswegen feiere ich das, mir jetzt seine Meinung zu der ganzen Thematik reinzuziehen. Weil das, was man aktuell in den Mainstream-Medien sieht, auf jeden Fall sehr krass einseitig ist und auch sehr krass wieder so brainwashing-technisch, propagandatechnisch nur in eine Richtung geht, um die Leute zu beeinflussen. Deswegen ist es immer geil, sich neutrale Stimmen anzuhören, die jetzt nicht irgendwie heftig kontrolliert sind von irgendwelchen Leuten. Und deswegen gehen wir da jetzt rein, meine lieben Freunde. Daumen nach oben da, das Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Ich würde sagen, der Peter geht los. Und los. So, Shoutouts gehen raus an alle drei Jungs am Table natürlich, wenn ich das so sagen darf. Daniele, Boogie und Belasch. Drei gute Männer, die ich mag. Grüße gehen raus an der Stelle. One love, bro. Berlin Falcons. Genau, und da ging es um Medienmanipulation, aber jetzt ist ja schon wieder politisch gesehen die Hölle los. Ne? So vor kurzem hatte man das Gefühl, als wenn das jetzt so ein bisschen, man hatte sich gewöhnt, Corona, dann Ukraine und dann ging es um nichts anderes mehr. Dann kam jetzt ein bisschen in Deutschland die AfD und die Stimmung so ein bisschen gegen Ausländer und Asylanten laut unserer Ansicht. Mhm. Und jetzt sind wir wieder mit Israel und Palästina jetzt auch nochmal bedient und die Welt ist wieder aus den Fugen geraten. Ne? Ja, es ist so, Belasch, also das ist eigentlich der 7. Oktober 2023. Also gefühlt technisch für mich jetzt persönlich die Welt aus den Fugen schon ein bisschen länger, aber 2020 hat sich das zugespitzt und ist seitdem meiner Meinung nach immer schlimmer geworden. Immer mehr Themen sind in der Gesellschaft am Start, immer wildere Zeiten kommen auf uns zugefühlt und wir gucken mal, was die Zukunft so mit sich bringt. Aber ich sage das ja auch immer wieder in meinen Reactions und in meinen Videos, dass man sich, glaube ich, vor allen Dingen spirituell auch vorbereiten muss auf Zeiten, die tough sind. So. Diesen Monat ist halt einfach wieder, ja, dieser Nahostkonflikt ist wieder aufgeflammt und die Leute fragen sich, was ist die Hamas, was will Benjamin Netanyahu gegen Netanyahu? Gab es ja Proteste in Israel, bevor jetzt dieser Krieg wieder sozusagen aufgeflammt ist und das wird auch nicht sehr viel berichtet, ne? Dass es schon von der israelischen Bevölkerung sehr viel Proteste gab Richtung Benjamin Netanyahu. Was ist der da drüben? Präsident, glaube ich. Dass das Volk auch generell nicht wirklich zufrieden ist mit seiner Politik, so, ne? Ich erhalte natürlich viele Fragen zu diesem Konflikt und ich habe mich eigentlich ganz wenig zu diesem Konflikt geäußert, weil er so kompliziert ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr komplizierter, sehr, sehr alter Konflikt. Das ist das. Der geht halt wirklich, also die Ursprünge von dem Konflikt sind echt weit in der Vergangenheit. Und deswegen ist es halt auch immer so gefährlich, wenn dann jetzt die Medien nur über die aktuellen Thematiken berichten und gar nicht richtig den Leuten versuchen zu vermitteln, wie der Ursprung eigentlich ist und wie das ganze Thema eigentlich entstanden ist und was seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden da schon abgeht, so dass die Leute gar nicht richtig verstehen, wie es dazu kommen konnte. Und das ist eine Sache, die ich persönlich für sehr, sehr wichtig sehe, dass man immer schaut, dass man die Dinge, über die diskutiert wird in der Gesellschaft, dass man die halt versucht, richtig zu verstehen, anstatt einfach irgendwie so emotional seine Meinung zu sagen oder emotional darauf zu reagieren, sondern einfach mal sich hinsetzen und mal gucken, okay, was sind die Ursprünge, wie ist das alles zustande gekommen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache und das nimmt die Emotionen auch dann raus, weil dann versucht man logisch zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Aber das wollen die Leute gar nicht so. Wenn ich mir die Medien angucke, dann wollen die halt, dass wir emotional sind, dass wir
uns von unseren Emotionen leiten lassen und gar nicht richtig anfangen zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Und das ist eine Sache bei, nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei anderen Themen, die einfach extrem wichtig sind, weil wenn du das tust, dann wirst du bei vielen Sachen automatisch nicht mehr mitmachen, die sie von uns wollen, so. Da kommt mir immer auch wieder die Corona-Zeit, in den Kopf, auch mit der ganzen Impfung und so, dass die Leute gar nicht sich wirklich gefragt haben, was ist das eigentlich und wie lange dauert es eigentlich, Impfstoffe zu entwickeln und ist das eigentlich normal, dass die Politik und die Medien so einen krassen Druck auf die Gesellschaft machen, dass man das unbedingt tun soll und andere ausgrenzt und so. Wenn man da einfach mal ein bisschen so einfach seine Emotionen ausschaltet und versucht wirklich hinzuhören und hinzugucken, dann kommt man ganz schnell auf den Punkt, dass man sagt, oh, ich bin da eher skeptisch, weißt du? Aber wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, du kannst alle Fragen stellen und wir werden über alles sprechen, was dich interessiert. Ich wollte dich gerade auch fragen, ich dachte gerade, wollte dich fragen, als dann, das verfolgen wir alle irgendwie, jeder kennt Leute da, ich kenne von beiden Seiten Leuten. Ja. Und war der je abgeflammt? Also, ne? Es war ja immer da was, ne? Also es ist ja schon wieder davor auch, es ist ja immer da, ne? Viele, weil ich merke das so, viele nehmen das jetzt wahr, davor hat es ja schon auch immer gebrodelt, es war ja nie da Ruhe, ne? Nee, es war nie Ruhe. Es war nie Ruhe und weißt du, Bagge, es ist so, dass wir auf der einen Seite haben wir sozusagen die Israelis, jetzt nicht alle Israelis sind Juden, aber die meisten und auf der anderen Seite... Und nicht alle Juden sind Zionisten. Wichtig, die Unterteilung zu machen. Haben wir die Palästinenser. Nicht alle Palästinenser sind Muslime, aber die meisten. Also hast du eigentlich die religiöse Komponente da drin. Juden und Muslime. Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist, dass die Juden ja im Zweiten Weltkrieg mit dem Holocaust haben sie gelitten. Also sie sind traumatisiert. Das ist so wie wenn du in einer Gang bist und irgendwie deine ganze Familie wird erschossen, dein Vater, deine Mutter, deine Schwester, das vergisst du nie mehr. Okay? Posttraumatisch, ne? Ja, du bist einfach traumatisiert. Also wenn du mit der Bundeswehr in Afghanistan bist und dann beim Kollegen, der hat einen Bauchdurchschuss und das Gedärm liegt am Boden, das vergisst du nie mehr. Ja? True. Und das sind Traumas. Und die Juden sind also auf jeden Fall traumatisiert durch den Holocaust. Das ist ein großes. Nicht nur durch den Holocaust, das geht ja auch schon länger so, ne? Auch schon vor Hitler und vor dem Holocaust haben die Juden extrem viel gelitten in Europa, aber auch damals in Ägypten schon. Und ich habe mir letztens ein Video reingezogen, was mal gezeigt hat, wie die Historie eigentlich der Juden ist, so, weißt du, wie ich meine? Dass sie auch innerhalb von Europa schon von da nach da geschickt wurden und von hier nach da und nach die Briten und wer da alles nicht involviert war, so und das schlimme Ende war dann halt Hitler und Deutschland, so, weißt du, wie ich meine? Und ja, da ist sehr viel Leid in der Bevölkerungsgruppe, bei den Juden einfach vorhanden. Und das muss man natürlich auch sehen. Das Unrecht, das ihnen passiert ist. Und dann wurde 1948 eben Israel gegründet. Und es wurde an einem Ort gegründet, wo natürlich schon Menschen gewohnt haben. Und das ist das halt so. Und es gab mehrere Länder, die quasi zur Auswahl standen, was Israel angeht, so quasi. Also die hatten da auch ein afrikanisches Land, war sogar im Gespräch mal. Dann, glaube ich, irgendwas mit Sibirien und so. Also es gab mehrere Länder zur Auswahl, wo sie hingehen sollten. Und dann ist es am Ende doch da Palästina gewesen. Und da haben halt schon Menschen gelebt, ne? Und das ist halt. Ja, da fängt dann halt an, so, okay, wir kommen da jetzt hin, wir verdrängen die, wir machen hier unser eigenes Land und die müssen dann leiden und so. Das ist halt dann auch nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach, so, weißt du? Ja, wir verstehen alle, dass die Juden sehr viel geleidet haben und dass sie ein Recht auf ein Land haben, auf jeden Fall. Aber dann da hinzugehen und dann andere zu verdrängen und dann wieder Leid zu verursachen in einer anderen Bevölkerungsgruppe, ist halt nicht die richtige Lösung, weißt du? So betrachtet. Für mich persönlich jetzt. Dann kam die sogenannte Nakba. Und Nakba ist eben sozusagen, das ist ein Wort von den Palästinensern. Und sie sagen, da wurden sie vertrieben. Nicht alle, aber ein Teil wurde vertrieben. Also, Nakba, ja. Darüber darfst du zum Beispiel in Israel nicht reden. Sind auch die Palästinenser traumatisiert. Und so ist mal die grobe Situation. Du hast zwei traumatisierte Gruppen. Und jetzt geht es auch nicht darum zu sagen, die einen sind mehr traumatisiert, die anderen sind weniger traumatisiert oder die einen haben mehr gelitten. Oder, weißt du, es ist ja immer so, dass man sagt, aber ich habe mehr gelitten, schau meine Toten, was sind denn deine Toten dagegen? Sondern es geht darum zu sagen, dass beide sehr viel Schmerz haben über mehrere Generationen. Und dann treffen diese zwei Gruppen aufeinander
Und ich sage dann immer so als Schweizer, weit davon entfernt, sage ich du, aber sowohl Israelis wie Palästinenser gehören zur Menschheitsfamilie. Ja? Sowohl Juden wie Muslime gehören zur Menschheitsfamilie. Und es genauso ist es, Daniele. Falsch, wenn jetzt die Hamas Israelis umgebracht hat, wie es eben falsch ist, wenn die israelische Armee jetzt den Gazastreifen bombardiert und dort sehr viele Menschen umbringt. Das ist beides falsch. Blut, Blut ist immer gleich, ne? Ich würde auch sagen, auf beiden Seiten ist das gleiche Blut. Und Hass mit Hass bekämpfen funktioniert halt nicht so, weißt du, wie ich meine? So, und ich finde halt der Ursprung, man hätte von Anfang an, da merkst du halt wieder den Leuten, also die Leute, die es gibt halt leider nicht mehr so viele Menschen, die Menschlichkeit an erste Stelle stellen, so, und Verständnis und Miteinander und dieses Menschen-Familie-Thema, so, weißt du, weil dann, wenn das so wäre und wenn gerade die Leader von der Welt und die Leute, die die Entscheidungen damals auch schon getroffen haben, so, wenn die Menschlichkeit an erste Stelle stellen würden und sagen würden, okay, wir müssen hier eine menschliche Lösung finden, wo zum Beispiel das jüdische Volk leben kann, ohne dass andere Menschen leiden müssen und vertrieben werden, dass man dann eine gute menschliche Lösung findet, so. Aber das ist leider nicht deren Hauptinteresse, so, weißt du, wie ich meine? Ist es einfach nicht. Und deswegen kommen solche Situationen auch immer wieder zustande, weil die Leute halt einfach dieses Menschlichkeit und das Herzliche, gerade die Leute, die mächtigen Menschen, die sich gewisse Positionen erarbeitet haben, so, die juckt das nicht mehr richtig, so, weißt du, wie ich meine? Die juckt das nicht wirklich. Die müssen Lösungen finden und wenn jemand leiden oder sterben muss, dann ist es halt so. Mit der Zurückhaltung, ich finde immer so, beides sind Kugeln, aber das eine ist eine Armee. Und irgendwie Terrorismus ist der Krieg der Armen. Also der. So etwas darf man bei Tagesschau nicht sagen. Ja, Tagesschau ist sowieso. Also wer noch Tagesschau guckt, ist eh. Ja, weißt du, wie ich meine? Das ist halt, das müssen die Leute langsam auch mal verstehen, dass das keine Informationen sind, sondern Nachrichten, damit Menschen sich danach richten und nicht informiert werden. Die keine Armee haben, ne? Ja, es ist so. Die haben keine, also es ist sicher so der Gazastreifen, die haben keine Luftwaffe, sie haben keine, können nicht mit dem Flugzeug fliegen oder sie haben auch keine Panzer. Das ist sicher das Gleichgewicht der Waffen ist sicher sozusagen auf der Seite der Israelis ist der Vorteil und auf das auch Intelligence Agency etc. so und Support von den gerade den so Waffen beziehungsweise kriegstechnischen Großmächten der Welt, so die stehen alle hinter Israel. So muss man ganz klar so sagen, wie es ist. Der Palästinenser ist der Nachteil. Man muss vielleicht das am ehesten wie ein Gefängnisausbruch eigentlich beschreiben, weil der Gazastreifen ist eigentlich ein Freiluftgefängnis. Man muss sich ja so vorstellen, das sind 50 Kilometer Zaun um diesen Gazastreifen herum. Das musst du dir mal vorstellen. Und da gibt es dann nicht irgendwie 3 Kilometer, wo kein Zaun ist, sondern es ist wirklich durchgehend ein Gefängnis. Das ist halt, wenn du so ein Daniele reden hörst, so, dann hörst du, dann versteht man auch, weißt du, macht auch alles mehr oder weniger Sinn. Aber diese ganzen Sachen, die werden halt gar nicht gesagt in den Mainstream-Medien so. Das ist so heftig. Wir haben uns letztens diesen Zusammenschnitt von Grenzgänger Studios reingezogen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, dieses 10-Minuten-Video, was die hochgeladen haben. Und da siehst du, wie krass die Nachrichten gefärbt sind, wie krass die nur eine Seite präsentieren und einen Unterschied machen zwischen verschiedenen Arten von Menschen, so, weißt du? Und das ist so offensichtlich geworden mittlerweile. Für mich persönlich, wenn du dir mal einfach generell Informationen aneignest und versuchst, eine Sache zu verstehen und dann schaust du die Mainstream-Medien und guckst, wie die das Ganze zusammenfassen und rüberbringen, dann kannst du dir nur noch an den Kopf packen und sagen, what the fuck? Weißt du, wie ich meine? Und der Zaun ist jetzt nicht wie die Berliner Mauer. Wenn wir hier in Berlin sprechen, ist die Berliner Mauer immer so für mich die erste Assoziation, wo man auch wusste, da konntest du einfach auch nicht einfach durchgehen, sondern war halt die Berliner Mauer. Das war aber gemauert. Jetzt dieser Zaun ist nicht gemauert. Es ist wirklich ein Zaun, aber es ist auch nicht so ein Zaun, wo man sagt, ja, den schiebe ich auf die Seite. Sondern war 6 Meter hoch und im Innern des Zaunes war es den Palästinensern nicht erlaubt, bis zum Zaun hinzugehen, sondern war auch so eine Was für eine Situation, was Absperrung, wo man halt nicht hin darf. Und wenn die da zu nahe hingingen, wurden die dann auch zum Teil erschossen im Gazastreifen drin. Der Gazastreifen. Wie kann man das mit Menschen machen, Digga? Weißt du, was haben die denn gemacht, Digga? Was haben die denn getan, damit die das verdient haben, in so einem Gefängnis, Freiluftgefängnis zu leben, so? Nur weil die da vorher gelebt haben. Die haben ja nicht mal irgendwas gemacht. Weißt du, was ich meine, so? Am Anfang jetzt so. Stimmt auch, Jungs. Der ist so halb so groß oder so groß wie Köln und 2 Millionen wohnen da, oder? Stimmt also das so ungefähr? Ich weiß, dass 2,2 Millionen Menschen dort drin sind, aber jetzt Größe von Köln kann ich jetzt nicht sagen. Ich sage einfach,
wenn wir darüber sprechen, müssen wir wissen, die Menschen dort im Gazastreifen, also die haben wirklich eine sehr, sehr schwierige Lage. Das muss man an. Und da musst du mal überlegen, dass wenn du in so einer du siehst, du weißt doch, wir wissen doch alle auch, was im Knast passiert, weißt du, wenn du da Jungs einsperrst und unter sich lässt und die nicht wirklich, dich nicht wirklich um die kümmerst und so, dass da die ein oder anderen Kandidaten radikal werden und sich sagen, ey, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, so, was soll ich denn jetzt hier machen, so, das ist auch irgendwie verständlich, weißt du, das heißt noch lange nicht, dass ich das hier gerade rechtfertige, was die teilweise gemacht haben, so an Angriffen auch terrortechnisch und so, aber wenn du Leute in so eine Situation reinpackst, dann einfach nur so dieses Verstehen, also das kann man verstehen, dass die sich dann mit der Zeit radikalisieren und sagen, ey, scheiße, ich habe hier eh nichts zu verlieren, also ich gehe jetzt bis zum Tod und versuche mich irgendwie hier zu befreien oder irgendwie dagegen zu halten, so, weißt du? Sagen. Und dann ist eben dieser 7. Oktober 2023 ist eigentlich wie ein Ausbruch aus diesem Gefängnis, ja, und die gehen da raus, da ist immer noch die Frage, wie hat Israel reagiert, was ist da genau passiert, das müssen die Historiker noch untersuchen, sage ich jetzt mal, weil der Ausbruch ist um 6.30 Uhr, also früh am Morgen, und eigentlich hätte ich erwartet, dass die Hamas da ausbricht und den Zaun niederwalzt und dass dann die israelischen Soldaten außerhalb vom Zaun stehen und die gleich erschießen. Das wäre eigentlich das, was ich erwarten würde im Nahosten. Und da war niemand. Also da ging es einige Stunden und dann sind halt die Hamas in Dörfer gegangen, die 5 Kilometer weg waren, und da haben dort die Israelis erschossen oder sind zu diesem Musikfestival und haben dort die Raver erschossen. Und ich verstehe das total, dass das alle schockiert, ja. Und darum sind wir jetzt sozusagen wieder in einer sehr aufgewühlten Stimmung. Und darum ist sicher richtig, dass wir darüber sprechen, aber jetzt sind wir sozusagen mittendrin, ja. Das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, glaube ich, für deine Herangehensweise, dass du mitten im Konflikt dann auch, sage ich mal, vermehrt über Sachen redest, ne? Du bist ja auch eigentlich jemand, der lieber ein bisschen Abstand, also zeitlich der Sache gibt, dann auch alle Fakten auf dem Tisch hat und halt so die Historikerperspektive dann quasi so ein bisschen angeht. Genau. Es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, mitten im Konflikt dann immer zu urteilen, weil wir, da wirst du mir vielleicht recht geben. Es geht doch nicht immer um Urteilen so, weißt du was? Ich meine, das ist auch so eine Sache, wo ich immer mich so ein bisschen schwer mit tue, dass die Leute immer fordern, dass du dich auf irgendeine Seite stellst oder so, weißt du? Es geht doch, in erster Linie geht es mal um das Verständnis so. In erster Linie geht es mal darum, sich Informationen anzueignen und sich die Historie anzuschauen und das ganze Ding zu verstehen. Du musst nicht dich irgendeiner Seite zuordnen, weil es ist für mich sowieso schwierig, weil für mich ist Mensch Mensch. So, für mich gibt es keine Guten und Schlechten und so. Für mich gibt es einfach nur Menschlichkeit. Und ich sehe halt unmenschliche Dinge. Wenn unmenschliche Dinge passieren, dann erhebe ich meine Stimme so. Und es ist mir auch egal, welche Religion, welche Hautfarbe, welche Herkunft der Mensch hat. So, wenn es ungerecht ist, ist es einfach ungerecht so. Weißt du? Auch beeinflusst natürlich sind vor allem von der Medien, also von der Berichterstattung. Ja, total. So, das formt so ein bisschen unsere Realität mit. Wir sind ja alle nicht vor Ort und müssen jetzt erstmal nur das aufnehmen, was sie uns geben. Ob das CNN ist oder ob das Telegram ist oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Nachrichten so insgesamt. Yeah. Aber dass da schon die Rede vom quasi mittelöstlichen 911 ist und dass da jetzt schon sich auch Verschwörungstheorien so quasi in Anführungsstrichen darum ranken, wie es denn sein kann, dadurch, dass Israel halt so einen extrem ausgebildeten Geheimdienst hat, so eine militärische Hoheit hat und so weiter, dass das überhaupt angeblich auch gewarnt wurde schon, bevor das passiert ist, stattfinden konnte. Mhm. Und auf der anderen von ägyptischer Seite, ob die Vergeltung dann quasi dann auch vergleichbar wäre mit dem, was in Amerika mit 911 passiert ist, weil dort sind natürlich dann Tausende von Leuten. Parallelen sind da, Digga. Parallelen sind auf jeden Fall da. Habe ich auch schon gezogen. Gestorben, aber im Gegenzug ist ja der Feldzug dann gegenüber dem Mittleren Osten, der hat ja mehr als 1 Million Tote dann produziert halt. Ne? Ja, 4 Millionen Tote. Also 4 Millionen. Okay. Also wir müssen ja eigentlich Afghanistan nehmen, auch der Irakkrieg, wir müssen Libyen nehmen. Auch der Syrienkrieg, das gehört alles zum sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Es ist nicht nur Afghanistan. Also der Angriff auf Afghanistan war am 7. Oktober 2001. Das war dann 20 Jahre Krieg von 2001 bis 2021. Und nachdem die Amis weg waren, waren die Terroristengruppen größer und gestärkter denn je. Und die haben noch Milliarden, also Waffen in Milliardenhöhe dagelassen. Der hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, der Krieg gegen den Terror. Amerikaner wieder abgezogen mit einer Niederlage. Also die Taliban sind dann wieder an die Macht gekommen. Und ich sage immer, damals war schon die Durchsage in der Friedensbewegung, lasst uns in unserer Wut trauern
und nicht in unserer Trauer wüten. Okay, das ist eben ein Unterschied. Ja, und ich, dass man sich vielleicht an das jetzt erinnert, man soll eigentlich in der Wut trauern und nicht in der Trauer wüten. Und das wäre auch das, was ich jetzt Israelis sagen möchte. Und das sagen sehr viele Israelis auch. Ja, das macht doch keinen Sinn, wenn wir jetzt den Gazastreifen bombardieren. Jetzt wird darüber gesprochen, soll man eine Bodenoffensive machen. Ja, was machst du? Damit machst du es schlimmer. Ist genau so, sehe ich das auch, Daniel. Ist alles sehr, sehr explosiv und ich kann eigentlich nur daran erinnern, dass der ganze Krieg gegen den Terrorismus letzten Endes, der sogenannte Krieg gegen den Terrorismus, die Welt nicht weitergebracht hat. Ich bin auch der Meinung, dass wir zu den Terroranschlägen vom 11. September nie ehrlich informiert wurden. Ja, safe. Und der Krieg gegen den Terror war meiner Meinung nach auch einfach nur ein Propagandatool, was nach vorne geschoben wurde, damit die Bevölkerung hinter dem steht, was die tun. Aber die wahren Hintergründe sind andere. Haben wir ja schon besprochen, World Trade Center 7 meiner Meinung nach gesprengt. Und wenn man das sieht, dann sind wir eigentlich in einer Gewaltspirale, ja, wie gefangen, weißt du, dann plötzlich geht es darum, Afghanen zu töten, dann geht es um das Töten und das Töten und da sage ich, wir sollten aufhören mit dem, wir sollten uns gar nicht töten. Boom. Ein Freund. Genau so. Sagte mal der Vater, Entschuldigung, Biasch, ein Freund, ich bin natürlich sehr, sehr viel, ich kenne ein, zwei Leute von der israelischen Seite und ich weiß aber auch über Israel, über Hip-Hop, dass ganz viele auch mit den ganz, gar nicht konform sind. Ja. Also viele auch, leider ein paar Leute, nicht viele, aber einige denken, das sind konform. Viele sind auch gegen das System. Israelis, wissen wir alle. Genau, ich bin natürlich sehr viel auch mit der israelischen Seite, mit der palästinensischen Seite über Freunde, schon seit 20 Jahren, da ist die Tante dann tot. Genau, und das ist ein Wahnsinn, was da passiert. Und ich finde es auch sehr interessant. Das wäre jetzt wirklich pervers, wenn ich sage, ich freue mich darüber zu reden jetzt wirklich. Also da hat der Wettermann auch keine Kulanz, das ist kein schönes Thema. Ja. Aber ich freue mich von dir da Eindrücke und Wissen zu bekommen, weil ich habe es die ganze Zeit bei dir auch gesucht, weil es jetzt schon 2 Wochen meines Erachtens vergangen. Ja. Ich war sehr gespannt auf deine Meinung. Ja. Ich auch, Boogie, Digga, haben wir das gleiche Gefühl so. Bei mir war das auch so. Ich will jetzt wissen, was Daniele dazu sagt. Habe ich mir schon bei dem ersten, also wo ich das erste Video zu dem Thema gemacht habe, habe ich mir schon gedacht, so, würde mich sehr interessieren auf jeden Fall. Ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Also was Historie und Krieg angeht, ist das der Mann des Vertrauens für mich persönlich auf jeden Fall. Okay, das eigentlich auf beiden Seiten, sowohl bei den Palästinensern als auch bei den Israelis, ist es so, dass es immer größer werdende Gruppen gibt, die sagen, komm, also militärisch können wir das nicht lösen. Ja? Weil man kann ja sagen, komm, wir mähen die anderen runter und dann mähen die anderen uns runter und mähen wir sie wieder runter. Das ist wie Blutrache. Ja? Und da gibt es einfach, auf beiden Seiten gibt es eigentlich gibt's Gruppen, die sagen, wir müssen das anders lösen, mit Gewalt geht es nicht. Und das sind eigentlich die Gruppen auf beiden Seiten, die ich auch da ruht meine Hoffnung, weißt du, dass meine Hoffnung ruht nicht bei der Hamas und meine Hoffnung ruht nicht bei Netanyahu, sondern meine Hoffnung ruht bei diesen Menschen, die dann oft auch gar nicht bekannt sind. Weißt du, das sind nicht weltweit bekannte Menschen, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Die werden halt auch nicht gehört oder dem wird auch keine Plattform gegeben, weil meiner Meinung nach ist halt auch ganz viele Mächte auf der Welt gibt, die wollen keinen Frieden. Was man halt auch nicht vergessen darf, der industrielle Komplex verdient mit Krieg Geld. Die Waffenindustrie verdient mit Krieg Geld. Und das sind keine Pfennigbeträge, Digga. Das ist keine Kleinigkeit, was die damit an Geld verdienen. So. Es muss immer auf der Welt Konflikte geben, damit die weiterhin ihr Geld verdienen, so, weißt du? Und es hat noch andere Vorteile, wenn es Konflikte gibt für die Menschen, die mehr oder weniger die Regierungen und die Sachen, die auf der Welt passieren, in der Hand haben. So, weil wenn Krieg ist, dann gibt's was zu berichten, dann informieren wir uns mit den Dingen, dann beschäftigen wir uns nicht mit den wahren Hintergründen, sondern sind immer emotional in den aktuellen Situationen drin, diskutieren darüber, nehmen irgendeine Seite an, streiten uns, diese ganzen Sachen so. Also das hat sehr viele Vorteile für die Menschen, die uns die ganze Zeit sowieso unbewusst halten wollen, meiner Meinung nach so. Und das darf man halt nicht vergessen. Die möchten teilweise einfach keinen Frieden haben, weil meiner Meinung nach würde es, wenn es den Mächten wirklich um Frieden gehen würde, würde es immer eine Lösung geben, weil für Frieden gibt es immer eine Lösung. Immer. Und es ist im Kleinen so und im Großen auch. Aber dazu muss man Frieden wollen. Und wenn man den nicht möchte, dann findet man auch keine Lösung.
einfach sagen, hey, wir wollen das nicht mehr. Und was da in unserem Namen passiert, das ist gar nicht not in my name. Also die stehen sich dann auch hin und sagen, nicht in meinem Namen. Und das, glaube ich, wäre der Ausweg, dass man, jetzt werden wir wie gezwungen wieder, ja, okay, bist du jetzt für Israel oder für Palästina? Ja, bist du für die Impfung, bist du gegen die Impfung, bist du für Ukraine, bist du für Russland? Also immer diese, ein nach dem anderen. Und da sage ich immer, hey, hör zu, ich bin nicht für Israel oder ich bin nicht für Palästina, ich bin für den Frieden. Verstehst du, was ich meine? Für Menschlichkeit, für Liebe so. Fertig aus. So nicht anders, meine Jutzen. Es gibt nicht immer schwarz und weiß, es gibt auch grau. Und bei dem Thema bin ich sehr emotional, deswegen ist mir was entfallen, weil ich es an die Tante gedacht hatte, jetzt ehrlich. Der sagte, wenn du eine Bombe, fünf Terroristen... Divide and conquer, so ist es halt, Digga. Teile und herrsche, weißt du? So, umso mehr Unruhen es gibt innerhalb der Gesellschaft und wir uns gegenseitig bekriegen und bekämpfen, fangen wir gar nicht erst darüber an, nachzudenken, wer uns diese Themen eigentlich in die Gesellschaft reingestreut hat, damit wir uns spalten, so, weißt du, was ich meine? Darauf kommst du erst, wenn du dich von dem ganzen Scheiß mal löst und sagst, ey, guck mal, ich treffe meine eigenen persönlichen Entscheidungen, ich denke selber, ich kämpfe nicht gegen Leute, so. Und die aber in einen Wohnblock schmeißt, machst du 50 neue. Weil dann auch ganz viele Leute sind einfach so dann, wir haben damit nichts zu tun, jetzt sind wir involviert. Ja, es ist so, Bagi, also auch die demografische Struktur im Gazastreifen ist so, dass da sehr, sehr viele junge Menschen sind. Und die sind jünger als wir, muss man jetzt sagen. Also ich bin jetzt 51 und die Hälfte vom Gazastreifen ist eben ja richtig jung. Riesig, 50% sind unter 25. Genau. Habe ich mir gemerkt. Genau, und jetzt stell dir mal vor, von diesen 2 Millionen hast du also 1 Million, die sind zwischen 0 und 25. Das ist mal die Faktenlage. Krass. Das heißt, du bist vielleicht 12. Und dann siehst du, dass dein Vater durch eine Bombe stirbt. Okay, du bist aber erst 12. Aber du vergisst es nicht. Du bist dann schon traumatisiert. Für immer. Und mit 22 sagst du dir vielleicht, was ist eigentlich hier meine Lage? Ich habe keinen Job. Ich kann mich nicht entwickeln. Ich habe keine Perspektive. Mein Vater ist tot und das sind die Ingredienzen, die jemanden zum Terroristen machen. Ja. Aus dieser Situation radikal zu werden, ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist halt, die ist halt da. Auf der Straße von meinen Brüdern hat es auch zu ganz wenig, aber viele, die sich dann gelassen haben, von denen wurden zu Bestien schon fast auf der Straße. Hab einen Freund, der ist abgeschoben. Da wurde eine Bombe geworfen, damals auch in den 80er Jahren in Libanon. Der war dann immer geschockt, der konnte nie wieder laufen. Und ich glaube, wenn Kindern so viel Ungerechtigkeit passiert, starke Charaktere entscheiden sich gegen Ungerechtigkeit, viele ziehen immer mit, kennt man überall. Ja, was interessant ist zurzeit ist aber, dass da so eine gewisse Stimmung jetzt da ist, die man vorher vielleicht nicht in dem Ausmaß wahrgenommen hat, wenn du mich fragst. Weil jetzt zurzeit sieht man sehr viele Demonstrationen weltweit zum Beispiel. Also das, was die Politiker zum Beispiel hier in Deutschland versuchen, den Leuten zu vermitteln, dass da so eine geschlossene Einheit hinter Israel ist und alles, was palästinensisch ist, ist jetzt Terrorismus. Das schlucken die Leute einfach gar nicht mehr. Nein. Also das ist so ein sehr schwach. Leider gibt es sehr viele Leute, die genau das schlucken, so, weißt du? Und dann wird schön noch der Islam damit rein involviert, sodass man wieder wie nach 9-11 das Problem hat, dass ganz viele Leute denken, die sich nicht wirklich informieren. Ja, wenn du Moslem bist, bist du Terrorist, so. Die ziehen diesen Schluss, Digi, weißt du? Und ich finde auch, gerade in Deutschland gibt es viel zu viel Propaganda gerade in die Richtung, dass immer wieder der Islam damit reingenommen wird und Islam, Terror in einem Satz gesagt wird, so dass schön die Leute wieder das miteinander verbinden, so. Und das ist eine sehr, 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 sehr gefährliche Sache, so. Teilweise hat er recht, viele Leute kaufen das nicht mehr, aber leider gibt es noch sehr viele Leute, weil parallel auch noch diese AfD-Propaganda auch mit Kopftuchmädchen und Messer-Moslems und diese ganze Sache auch in die Richtung geht, so. Dass immer mehr Leute in Deutschland, habe ich das Gefühl, diesen Anti-Islam-Film so aufbauen, obwohl die sich gar nicht mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt haben und gar nicht verstehen, was der Islam eigentlich ist im Kern, so. Was auch eine Sache ist, die ich kritisiere. Viele Leute reden über gewisse Religionen, aber verstehen diese Religion nicht so. Hast du mal den Koran gelesen, um darüber zu reden? Hast du mal die Bibel gelesen, um über Christentum zu reden? Hast du mal die Tora gelesen, um über Judentum zu reden? So, nee, hast du nicht. Deswegen hör auch auf zu reden, weil du hast keine Ahnung. So, fertig aus. Weißes Denken, was super antiquiert ist. Und da muss ich sagen, bin ich ja froh darüber, dass... Was heißt froh darüber? Weil das ist eine scheiß Situation. Wenn Menschen sterben, kann man ja nicht froh über irgendwas sein. Aber auf der anderen Seite im Vergleich zu 2008 oder auch vor 3-4 Jahren, wo dann irgendwelche Angriffe stattgefunden haben und so weiter, ist die Awareness eine andere, kommt mir heutzutage vor. Ich glaube das auch. Also ich sehe das so, dass eigentlich Ja, paar Prozent haben wir auf jeden Fall mehr, die
bewusster unterwegs sind als früher. Brandenburger Tor, wenn wir hier in Berlin sind, darf man ja sicher über das Brandenburger Tor sprechen. Da war eine Nachtprojektion von der ukrainischen Flagge und dann war die weg und dann kam eine Nachtprojektion von der israelischen Flagge. Und das ist natürlich dann gerade viral gegangen, zuerst die ukrainische Flagge, dann die israelische Flagge und das als Foto nebeneinander gesetzt, ging ziemlich viral auf verschiedenen Kanälen. Und das, was eigentlich die Leute, die sich das schicken, die sich untereinander schicken, was die eigentlich schreiben dazu ist, dass wir ja total im Nationalismus gefangen sind. Ja, wenn wir einfach sagen, alles, was Zelensky in der Ukraine macht, ist gut, ja, darum nehmen wir die ukrainische Flagge. Oder alles, was Benjamin Netanyahu, der Premierminister von Israel, macht, ist gut, darum hissen wir die israelische Flagge. Ja. Das ist eine Art, dass man sich hinter eine Regierung stellt, die, du hast gesagt, Belasch, ist antiquiert. Ja, es ist eigentlich alt. Ja, es ist eigentlich der blinde Nationalismus. Und Faschismus, das dachte ich auch, wie du es jetzt ansprichst. Ist ja Faschismus eigentlich. Also, das ist Totalitäre. Die eine Seite kann das und die andere hat... Nationalismus halt. Rechte so. Also ich würde es nicht Faschismus nennen. Leon, hast du den Koran gelesen? Noch nicht so richtig, Digga. Also ich habe schon ein bisschen angefangen, aber ich bin noch nicht tief drin in der ganzen Nummer. Aber ich habe schon viele... Also ich hab mich damit auf jeden Fall auseinandergesetzt und beschäftigt, aber ich habe ihn selber komplett noch nicht gelesen. Das ist Nationalismus. Weißt du, wenn du die Flagge, wenn ein Fußballspiel ist, zum Beispiel wenn die deutsche Nationalmannschaft, wenn die Elf spielt gegen die USA, die haben ja kürzlich gespielt, haben das Spiel auch gesehen, haben gewonnen und so. Aber das ist eigentlich Nationalismus, dass du eine Flagge hisst, dann gibt es eine Nationalhymne dazu, gibt es ein T-Shirt dazu und einen Schal und eine Mütze. Okay. Und dann ist einfach deine Nation ist dir wichtig, ja. Und dann freut sich ganz Argentinien, wenn Messi das Tor macht und Argentinien wird Weltmeister. Ich sage, Nationalismus hat's immer, also gibt's schon lange und es ist nicht nur schlecht. Also eine Fußball-Weltmeisterschaft ohne Nationalismus geht einfach nicht. Du brauchst eine gewisse Identifikation und am stärksten ist natürlich, du sagst, ich bin jetzt für mein Land und dann Deutschland irgendwie noch 7-1 gegen Brasilien spielt, dann geht die Post ab oder rein emotional. Aber wenn Nationalismus sich mit Gewalt vermischt, dann hast du den Ersten Weltkrieg, okay? Und dann hast du einen französischen Soldaten, der ist vielleicht 20, und hast einen deutschen Soldaten, der ist auch 20. Ja, aber die haben sich im ganzen Leben noch nie gesehen. Richtig. Und da schießt der eine den anderen im Kopf. Einer schreibt gerade, lese den Koran und deine Meinung wird sich ändern, Leon. Zu was? Da muss man einfach sagen, was ist denn das Problem? Die Jungs haben sich nie gesehen, die kennen sich nicht, die haben einfach eine andere Sprache und eine andere Uniform. Und da möchte ich das unterstützen, was du sagst, Bilasch. Wir sind an einem Punkt, wo dieser blinde Nationalismus, bei einigen geht das noch, aber bei vielen, die sagen sich, ey, gibt doch ganz verschiedene in der Ukraine, gibt doch ganz verschiedene in Israel, gibt doch ganz verschiedene in Palästina, gibt ja auch in Deutschland, sind doch die Leute nicht einfach der Meinung, nur wenn ihr die Fahne hisst und sagt, ich bin der Kanzler, dann bin ich mit dir einig. Richtig, also sehr interessant zu beobachten, dass zum Beispiel auch die israelische Bevölkerung auch intern, auch die Medienanstalten in Israel, da gibt es verschiedene, die auch sehr, sehr kritisch zum Beispiel gegenüber dieser ganzen Sache stehen. Ja. Natürlich war Netanyahu, wie du auch schon vorhin angesprochen hast, sowieso schon jetzt 18 Monate oder so unter Beschuss quasi und dass da irgendwelche Haftbefehle drohen und Korruptionsverdacht und so weiter, diese ganzen Sachen, das hat Israel ja sowieso so ein bisschen gespalten gehabt. Ja. Und jetzt hat man aus der Abteilung Amerika jetzt mittlerweile auch zum Beispiel sehr kritische Stimmen von Seiten, die man gar nicht gewohnt war, wie zum Beispiel die Republikaner, die eigentlich immer komplett geschlossen hinter Israel gestanden haben. Jetzt siehst du dann einen Podcast von Patrick Bet-David und Leute wie Candace Owens und wie auch immer, die dann sehr kritisch der israelischen Regierung gegenüber dann stehen und Narrative in die Welt streuen, die man eigentlich so von deren Lagern noch nicht gehört hat. Da muss man sich halt fragen, okay, was hat sich jetzt geändert? Und trotzdem ist, glaube ich, wichtig anzumerken. Candace Owens fühle ich. Patrick Bet-David auch. Beide finde ich cool. Dass da viele Parallelen sind mit dieser Israel- und Ukraine-Geschichte, die du angesprochen hast. Mal abgesehen. Candace Owens, einer von wenigen Frauen, von der ich mir Content angucken kann. Sage ich euch so, wie es ist. Also Candace Owens kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Gute Frau. Entweder oder. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du dann sowas wie zum Beispiel, was du angesprochen hast, dass es eigentlich wie quasi ein Freiluftgefängnis ist dort drüben. Das ist eigentlich für mich ist es ein Freiluftgefängnis. Ja, also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es halt eine militärische Besatzungszone ist. Das so. Ist es. Ja. So, das ist eine militärische Besatzungszone. Und das Westjordanland ist die andere Besatzungszone. Ja, und die Leute, die besetzt werden, militärisch besetzt werden, haben ja laut Völkerrecht eigentlich normalerweise auch das Recht.
Was ich am wichtigsten und am besten finde, gerade bei Candace, ist einfach, dass die eine vernünftige Mutter ist und dass die dieses Muttersein ein bisschen in den Vordergrund stellt, beziehungsweise da ein gutes Vorbild ist. So, ich sehe halt in der weiblichen Welt wenig Frauen, die wirklich gute Vorbilder sind für die anderen Mädels so und Jugendliche und Heranwachsende so, weil die meisten Frauen, die heutzutage die Vorbilder sind, sind diese, die promoten Boss-Bitch sein und Onlyfans machen und diese ganzen nuttigen Sachen, so, weißt du? Und das ist für mich kein gutes Vorbild. Für mich persönlich. Sich militärisch zu verteidigen und zu wehren, so sagt man, oder? Was ist dann der Unterschied, aber wenn man sich das anguckt, wenn die Leute sagen, dass die Ukrainer zum Beispiel unter Selenskyj und so weiter jetzt besetzt werden durch den Russen und die das Recht haben, sich zu verteidigen und auf der anderen Seite dann aber so vehement gegen die Palästinenser gesprochen wird, wenn sie sich verteidigen, wo wir natürlich Verteidigung nicht gleichsetzen dürfen mit Terrorismus, wo unschuldige Leute dann sterben. Das ist dann die Grauzone. Dann, ja, krasse These, B, ist krass. Ist halt viel Doppelmoral auch am Start, ne? Das sieht man ja schon immer. Es gibt einfach Themen und Menschen, bei denen das richtig ist, bei anderen ist es falsch und es ist keine durchgängige Menschlichkeit, die für jeden gleich viel Wert bedeutet, sondern es wird ein Unterschied gemacht, je nach Mensch so, weißt du? Es ist einfach so. Ja, das ist natürlich die Sache, wenn man jetzt plötzlich darüber nachdenkt, ja, was wurde in der Ukraine erzählt und was wird jetzt zu Israel-Palästina erzählt? Und das kann man noch weiterspinnen. Ich war in Frankreich und dann habe ich mit einem Franzosen diskutiert und gesagt, du, im Zweiten Weltkrieg sind doch die Deutschen bei euch einmarschiert. Und er hat gesagt, aber bien sûr, c'était comme ça, c'était la guerre, on était là. Und dann sage ich, und wie habt ihr euch genannt? Diejenigen, die dann im Untergrund, ein Teil von Frankreich hat ja kapituliert, der andere Teil hat mit ging in Widerstand, ein Teil hat mit Deutschland zusammengearbeitet, Vichy France. Aber wie habt ihr die genannt, die dann sozusagen in den Widerstand gingen? Hat er gesagt, mais Daniel, c'est clair, c'était la résistance, quoi, on a lutté contre les. Bon, ja, wir haben gegen die. Ja, ich sag dir einfach, soll ich übersetzen, Bill? Ja, ich kann das. Er hat einfach gesagt, wir haben gegen die Deutschen gekämpft, weil die sind ja, das sind ja Fremde. Französischer Rap-Song von Daniele Ganser würde ich fühlen. Ich küsse dein Herz. Daten, die sind in unser Land gekommen. Wir sind in den Widerstand gegangen. Wir waren Widerstand. Resistance heißt Widerstand. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann kann man eigentlich sagen, wenn eine fremde Armee in ein Land reingeht und die Leute sich wehren, die dort schon wohnen, dann ist das einfach, dann ist Widerstand. Also ja, klar, das ist heroisch. Dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt, das war während dem Afghanistan-Krieg. Überlege ich auch immer, das finde ich auch so krass, das ist so, ich sage nämlich auch immer, selbst wenn diese Mythe stimmen würde, dass der Bin Laden da die Verbindung mit Afghanistan hätte, der wurde da Ausbildung meiner Meinung nach, meines Wissens nach, ist so wahnsinnig. Ich sage auch immer, selbst wenn ein paar Radikale von der NSU, die ja keiner am Tisch feiert, ja, irgendwie nach Italien rüberrennen und da Leute massakrieren, ja, ob man dann Deutschland bebombt, so. Ganz blöd gesagt, also einfacher Gedankenzug. Nee, aber das sind die grundlegenden Gedanken. Ich habe ihm dann gesagt, ja, aber jetzt sind ja die französische Armee ist in Afghanistan. Wie bezeichnest du denn die Afghanen, die sich jetzt gegen euch wehren und sich in die Luft sprengen mit euch oder euch beschießen oder so? Und dann hat er gesagt, c'est clair, c'est die Terroristen. Dann hat er gesagt, ja, das ist klar, das sind Terroristen. Und da siehst du einfach auf der Ebene der Sprache, wie man mit der Sprache die Menschen lenkt. Und das ist eben, das ist nicht nur hier zu beobachten. Also des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer. Oder wenn du nimmst, wie heißen denn die reichen Leute in Russland? Das hat er gut gesagt. Des einen Terroristen sind des anderen Freiheitskämpfer. Und ja, die heißen Oligarchen. Ja, wie heißen denn die reichen Leute in den USA? Die heißen Philanthropen. Na, und die Reichen liefern die Waffen, die Toten, die Armen die Leichen. Es ist aber immer so, weißt du, es ist wirklich so, dass eigentlich die Unterschicht kämpft die Kämpfe und die Oberschicht schaut natürlich, das sieht man im Vietnamkrieg, wenn man die Zahlen anschaut, dass ihre Kinder auch, die mussten dann auch in den Krieg, damals war das Militär in den USA nur für alle, ja, da war nicht eine Berufsarmee, sondern jeder, der eben einen Sohn hatte, der über 18 Jahre alt war, musste dann auch in den Krieg. Aber wenn du natürlich Senator warst, hast du geschaut, dass dein Sohn zwar bei der Armee dient, aber irgendwie auf dem Stützpunkt in den USA sozusagen das Material hin und her schiebt, ja. Aber wenn du halt irgendwie aus Brooklyn kamst und dein Vater hat sich irgendwie mit Gelegenheit Jobs durchgeschlagen, dann hattest du keinen politischen Einfluss. Und ich habe das ziemlich genau untersucht. Die amerikanischen Soldaten, die dann in Vietnam gekämpft haben, die haben sich irgendwann auch gesagt, ey, was läuft hier eigentlich? Ich muss hier Vietnamesen erschießen, zu Hause werde ich diskriminiert. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Also die haben auch reflektiert, in wessen Auftrag mache ich das eigentlich? Ich habe ja gar
Das ist das. Das ist das, was die Leute mal. Warum mache ich das eigentlich? Für wen mache ich das eigentlich so? Ist das überhaupt menschlich gesehen richtig? Aber das ist halt gut, wenn Leute anfangen, so zu denken. Ein Stress mit Vietnamesen, die... Generell bei Krieg. Weil wenn keiner mehr hingeht, Digga, kannst du auch keinen Krieg mehr führen. Die Vietnamesen, die habe ich mein ganzes Leben nicht gesehen. Und wenn ich jetzt Vietnamese wäre, fände ich es irgendwie auch nicht cool, wenn ein Amerikaner oder ein US-Amerikaner meine Hütte anzündet und meine Frau vergewaltigt. Da würde ich, glaube ich, auch durchdrehen. Also die Armen sind auf einer Ebene, wo sie das verstehen. Und es ist tatsächlich oft so, dass die Reichen dann in die Rüstungskonzerne investiert sind. Lockheed Martin, Raytheon und Boeing. Und die verkaufen die Rüstungsprodukte und sie profitieren davon. Aber sie kämpfen nicht selber an der Front. Ja. Richtig, genau. Die gleichen gibt es irgendwie. Das ist das. Die haben gar keine Ahnung, was da passiert. Ich hab mir letztens haben wir uns, ey Digga, bei wem, auch war auch bei diesem 10 Minuten Propagandavideo, wie die deutschen Medien uns gerade wieder unseren Kopf ficken, bei dieser ganzen Konfliktthematik. Und da saß einer bei Markus Lanz und hat gesagt, ja, ich hab auch mal den Fehler gemacht und hab mir mal so Videos angeguckt, was da gerade wirklich passiert und wie die Kinder sterben und so. Und das werde ich nicht mehr tun, weil das kann ich nicht ertragen, so, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem dich in eine Talkshow reinsetzen und das ganze Thema anfeuern und sagen, Israel kann machen, was die möchten und so. Und das ist halt einfach krank. Die disconnecten sich halt vom Menschsein. Die disconnecten sich von den Toten, von den Grausamkeiten, die auslösen und konzentrieren sich halt aufs Geld machen. So. Und dazu musst du deine Menschlichkeit ablegen. Und das ist eine Sache, die du, glaube ich, sowieso musst, wenn du in gewissen Bereichen weit nach oben kommen möchtest, so, dann musst du deine Menschlichkeit ablegen. Weil wenn du noch Menschlichkeit hast, dann wirst du ganz viele Dinge hinterfragen und dann kannst du da auch nicht einfach so mitmachen. Ja, doch, ich weiß, ich habe mal so Gedanken gegangen. Ich habe das 1:1, was du über Vietnam, glaube ich, gerade erzählt hast, über den ersten oder zweiten Golfkrieg gelesen, dass viele sich erst als schon aktiv im Kampf waren, weil die aus Bootcamps zum Teil kamen oder so, sich bewusst wurden, was sie da sind. Und da ist auch manchmal Friendly Fire durch sowas entstanden, dass die richtig durchgedreht sind. Ja, das gehört dazu. Ja. Also, ja. Es gibt so zwei Sachen, die ich als Parallel... Das ist hart. Stell dir mal vor, du wirst in den Krieg reingeschickt, so, du bist dann im Krieg drin und dann checkst du auf einmal, was du da eigentlich gerade tust, so, und du kannst es eigentlich nicht, weil du auf einmal wieder verstehst, was du hier eigentlich gerade tust. Das muss eine heftige Situation sein. Sehr interessant finde zu dem, was gerade hier stattfindet. Erstens ist das, was du gerade erzählt hast, mit der Waffenindustrie natürlich. Ich meine, das ist, weil du den Ersten Weltkrieg angesprochen hast, das ist so ziemlich so der Beginn von allem Übel, was wir heutzutage ausbaden müssen. Laut meiner Analyse, was die Konflikte innerhalb der letzten 100, 150 Jahre angeht, ist da einiges nicht aufgearbeitet worden und auch nicht zu Ende gebracht worden. Aber was immer sehr interessant ist, ist zum Beispiel die Geschichte der Bush-Familie. Mhm. Ja, wir hatten ja damals Prescotts Vater, der innerhalb des Ersten Weltkriegs zu den 21.000 neuen Millionären und Milliardären gehört hat, die in den USA entstanden sind, dadurch, dass Rüstung stattgefunden hat, um den Ersten Weltkrieg zu ermöglichen. Mhm. So, aus dieser Dynastie kam dann Prescott Bush. Dieser Prescott Bush, der hat dann irgendwann eine Anzeige bekommen, also wurde verknackt, eigentlich als Landesverräter, weil er mit den Nazis Geschäfte gemacht hat. Hat sich aber durch diesen Waffen- und Ölhandel und so weiter, hat er sich gut Geld in die Tasche gepackt. Jetzt denkt man sich, ein verurteilter Landesverräter während des Zweiten Weltkriegs, welche Chancen müsste eigentlich seine Familie in Zukunft haben, um politisch Fuß zu fassen? Ja, sein Sohn wurde einfach CIA-Chef, danach dann Vizepräsident und danach der Präsident der USA und hat danach noch seinen nichtsnutzigen Sohn auf die Welt losgelassen, der dann der Präsident war während 9-1-1. Krass. Bush-Historie kenne ich so gar nicht. So kann es also passieren, dass aus einer Kette von Geldmacherei, ja, weil das sind eben nicht die Leute, die ihre Söhne an die vorderste Front schicken, dass da eine ganze Dynastie entsteht. Und dann kannst du auch mit den Nazis Geschäfte gemacht haben, dann kannst du auch erwischt worden sein. Das funktioniert alles. Und jetzt, weil wir gerade bei diesem Thema sind, genau wo dieser Angriff hier stattgefunden hat, dieser Konflikt, jetzt dieser aktuelle Israel und Gaza, was kam da schon wieder? Eine emotionalisierende Geschichte über Babys. Ja, ja. Ja, so. Und das hatten wir damals auch im Ersten Weltkrieg, die Bajonettbabys, ja, als die Deutschen damals in Belgien eingefallen sind, dass sie da angeblich irgendwelche Babys auf Bajonetts gespießt haben, kam im Nachhinein raus, wurde als Propaganda entlarvt. Mhm. Und auf der anderen Seite, natürlich, worüber du sehr oft gesprochen hast, natürlich die Brutkastenlüge. Ja, darf ich die nochmal erzählen? Sehr gerne. Das gehört zur Allgemeinbildung. Das ist so krass, das habe ich hier, ich habe mich viel mit den Golfkriegen beschäftigt, aber das ist so richtig, die Relevanz habe ich hier im Podcast wieder erfahren, die lerne ich mehr als in der Schule, das ist so wahnsinnig, auch wenn du die Berichte davor siehst, als
jetzt in den Krieg gezogen wurde, da gibt es, glaube ich, einen so einen kurzen Schnipsel, wo ganz kurz so ein Bericht ist, dass das halt damals dieses Mädchen gespielt hat. Ne? Ja, also die Geschichte war damals so, also jetzt gehen wir in den Irak, wir gehen ins Jahr 1990, das war also so diese Umbruchszeit, Sowjetunion gab es noch, aber die... Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kriege und die Auslöser von Kriegen und die Beeinflussungen der Massen, wie das funktioniert so. Das ist crazy. Wer das noch nicht kennt, hört zu. 91 zusammengestürzt, Mauerfall war gerade gewesen. Es war wirklich so, man merkte, der Kalte Krieg endet. Und dann im Irak war Saddam Hussein an der Macht und er hat halt gesagt, er würde jetzt gerne in Kuwait einmarschieren. Das hat er dann auch gemacht im August 1990. Und in den USA war Bush Senior an der Macht. Und der Bush Senior hat gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass einer von seinem Land in ein anderes Land einmarschiert. Und einige Kritiker in den USA, es hat auch in den USA immer Leute aus der Friedensbewegung gegeben, die haben gesagt, ah, Herr Präsident, Sie sind doch gerade 89 in Panama einmarschiert. Und jetzt sagen Sie, es kann ja nicht sein, dass man in ein anderes Land einmarschiert. Ist auch nicht sehr... Wie ist denn Amerika überhaupt entstanden, mein Jutster Bush? Seid ihr nicht auch in ein Land einmarschiert, habt die Leute, die da leben, massakriert und ausgerottet und habt dann euer eigenes Land gegründet? Denkt mal darüber nach. Die Amis sind teilweise so weit weg von der Realität, ne? Ich weiß nicht, wie die sich das selber erklären, so. Dein Land ist darauf aufgebaut, irgendwo anders hinzugehen und dir dein Land aufzubauen und dir das anzueignen, so. What the fuck? Er ist sozusagen überzeugend argumentiert. Und dann aber hat er gesagt, ja bitte, diese Fragen mag ich nicht. Und dann ging es dann so darum, dass man die amerikanische Bevölkerung emotional auf eine Seite ziehen wollte. Und da kam die Brutkastenlüge. Und zwar lief das so, ein Mädchen hat in Washington dann ausgesagt, vor einem Ausschuss des Kongresses, also des Parlaments, hat sie gesagt, die Soldaten von Saddam Hussein, die sind in Kuwait einmarschiert. Und dort sind sie in die Hauptstadt, Kuwait City, und dort sind sie ins Spital und dort sind sie in die Abteilung für Neugeborene. Und die Neugeborenen sind eigentlich die Kinder, die einen schwierigen Start haben, ja, also wo die Geburt eben nicht einfach war, sondern die kamen zu früh raus. Und dann müssen sie in einen Brutkasten, um überhaupt zu überleben, und dann können sie überleben. Aber wenn man die aus dem Brutkasten nimmt, also es gibt keine schwächeren Mitglieder der Gesellschaft als die Neugeborenen. Also hat sie diese genommen, hat gesagt, und ich habe als Krankenschwester im Spital gearbeitet und dann kamen eben diese bösen Soldaten vom Saddam Hussein, eben diese bösen Iraker, und die haben die Säuglinge, die wehrlosen Säuglinge aus den Brutkästen genommen und haben die an den Boden geworfen, wo die dann gestorben sind, haben die Brutkästen mitgenommen. Digga, das musst du ja mal reinziehen. Und jetzt einfach, Belasch, wie du es ja erwähnt hast, Kinder sind immer eigentlich die Haupt emotionalisierende Geschichte. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir alle mal Kinder waren. Ja, das ist einfach empirisch bewiesen. Also wenn du mal die alten Fotos anschaust, siehst du, es gab eine Zeit, da konnten wir alle drei nicht laufen. Ist einfach so. Ja? Und zuvor waren wir eben im Bauch von unserer Mutter. Das ist auch so. Das sind Fakten. Ja? Und unschuldig auch. Die kamen definitiv nicht damit verzapft. Ein paar Erwachsene haben mit verzapft. Die sind unschuldig. Die können nicht mal was dafür. Ja, nicht und mal die falsche Partei gewählt. Ja, und die Story war dann so, oder dass die amerikanische Presse ist voll auf das aufgesprungen und auch die Parlamentarier haben gesagt, ja, das ist unglaublich. Und ich glaube, Amnesty International hat es auch berichtet und wie kann das sein? Und niemand hat es geprüft. Man hat einfach gesagt, das ist an und für sich ein großes Verbrechen. Hier muss man jetzt nicht mehr prüfen, ja, sondern da reicht es. Und wenn jemand hingegangen wäre, hätte gesagt, das ist doch so crazy. Die Geschichte hätte man gesagt, was bist du für ein herzloses Monster. Und dann, aber später hat sich... Genau so wird das halt so oft gemacht, ne? Wird mit unseren Emotionen gespielt, sodass alle sagen, boah, das ist ja krass, obwohl es gar nicht richtig bewiesen ist. Und wenn du anfängst, die Dinge zu hinterfragen, dann wirst du bekämpft. Herausgestellt, dass dieses Mädchen, das sich nur mit Namen Naira vorgestellt hat, dass die gar nie in diesem Spital gearbeitet hat, sondern die war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Das ist krank. Und diese ganze Geschichte hat sie sich auch nicht einfach so auf dem Schulweg aus den Fingern gesogen, sondern da war eine ganze... Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie oft das eventuell schon passiert ist, ohne dass wir das überhaupt wissen oder dass es am Ende rausgekommen ist und dass man das so offiziell belegen kann, weißt du? Erbeabteilung dahinter von Hill & Knowlton. Das ist eine Public Relations Agency. Und das heißt, jetzt im Jahr 2023 müssen wir uns einfach klar sein,
es ist uns ja allen klar, dass BMW eine Werbeabteilung hat und dass die dann einen guten Spot drehen, damit wir dann auch ein BMW kaufen. Und wir wissen auch, dass Apple das macht und dass Samsung das macht und dass Red Bull das macht und dass alle das machen, das wissen wir. Aber was erst langsam in die große Hirnrinne einsickert, ist, dass das auch bei Kriegen passiert. Okay, also nicht nur Waschmaschinen, sondern auch da wird Promo gemacht. Kriege werden verkauft. Und es werden dort die gleichen Techniken eingesetzt, also beim Irakkrieg 2000. Das können sich die Menschen halt nicht vorstellen, weil es so krank ist, weil da Menschenleben bei verloren gehen, umkommen. Menschen kommen dabei um, Menschen sterben dabei. Deswegen, ja, das kann doch nicht sein. Die werden doch kein Marketing machen für Krieg und so. Die verteidigen sich, das ist ja, nee, Digga, das kann ich mir nicht vorstellen und so. Aber Bro, das ist leider Facts. Da war es dann die ABC-Geschichte, beim Afghanistan-Krieg war es 9-11. Aber es geht immer darum, jeder moderne Krieg beruht auf einer Lüge, safe. Zu emotionalisieren. Und das, was ich mache, ist, ich komme dann 10 Jahre später und sage, du übrigens, diese Brutkastenlüge 1990 im August, das war eine Lüge. Dann sagen die Leute, Daniele, weißt du, wie lange das her ist? Jetzt ist Israel und Palästina. Genau so, Bro. Jetzt ist Ukraine und Russland. Das ist genauso wie bei Corona so. Die Pfizer-Verträge, alles ungeschwärzt, jetzt gerade veröffentlicht so. Man sieht richtig, wie wir angelogen und verarscht wurden so. Und es interessiert niemanden mehr. Die Leute hören nicht mal davon, weil es auch nicht berichtet wird, so, weißt du? Und das ist immer wieder das gleiche Spiel. Wir werden in dem Moment, wo die Entscheidungen getroffen werden, werden wir abgelenkt und 10 Jahre später werden dann die wahren Informationen rauskommen und kein Schwanz interessiert sich noch dafür, weil es wieder 1000 andere Sachen gibt, mit denen wir uns beschäftigen. Und das... That's the game. Kann ich natürlich nicht. Ich kann nicht zeitgleich die Lügen aufklären, wie sie passieren, aber ich kann aus der Erfahrung... Du darfst nicht mal darüber reden zu dem Zeitpunkt, wo die Lügen passieren, weil dann wirst du gecancelt und das Volk macht dabei mit so. Das ist crazy. Sagen, dass immer bei kriegerischen Operationen sind Lügen im Spiel. Das Erste, was stirbt, Daniele, ist die Wahrheit, oder? Richtig, so ist es. Genau. Und wenn man da aber ein gewisses Muster dann erkannt hat, wenn man die Bajonett-Baby-Geschichte kennt, wenn man die Brutkastenlüge kennt. Ja, dann fängt man an, richtig hinzuschauen, wenn solche Sachen passieren. Und wenn die dann jetzt während dieses Konfliktes dann kommen und von enthaupteten Babys reden, dann kriegt man aber ein kleines Alarmsignal. Und dann wird es halt auch nicht verifiziert und trotzdem geht Joe Biden dann in der Pressekonferenz an die Öffentlichkeit und tut so, als wenn es Realität wäre. Und dann ergeben sich einige Muster, wo man vielleicht keine 10 Jahre warten muss, um dann so einen kleinen Filter und ein Alarmsystem für sich selber zu haben. Ja, du hast recht. Und das Verrückte ist, wenn ich das ergänzen darf, B, er hat sich ja auch wirklich vor einiger Zeit noch beim Ukraine-Konflikt meines Erachtens, ich dachte erst, ist fake, aber er hat sich ja verplappert. Er hat ja eigentlich über den russischen Aggressor gesprochen und dann einfach viel das Wort Irak. Das war doch kein Fake. Nee, wisst ihr das noch? Das war Bush. Entschuldige bitte, aber das war kein Fake. Das war so Wahnsinn, weil es ja wirklich die Perspektive ist und er verspricht sie auch noch. Nee, das war wirklich. Also das, verrückt, ne? Ja, das ist ein sogenannter Freudscher Versprecher. Mhm. Weißt du, dass du etwas sagst, was in deinem Unterbewusstsein eingelagert ist. Freudscher? Nach Sigmund Freud, ja. Da geht es um die Tiefenpsychologie. Also das ein Boogie, was hast du überhaupt mit deiner Stimme gemacht, Bro? Des menschlichen Wissens ist eben eingelagert in unkontrollierbaren Bereichen unserer Psyche. Und dann war das so, das ist also George Bush, der ist ja 2003 im Irak einmarschiert. Und das ist klar illegal und das ist ein Kriegsverbrecher. Also George Bush müsste ins Gefängnis und Julian Assange müsste frei sein. Also so ist es. Der Vater ja schon 10 Jahre davor ist, der Wahnsinn. Ne? Genau, aber jetzt... Free Julian an der Stelle. Julian, man. Ja, aber jetzt ist der Sohn, der ist also auch ein Verbrecher und die Sache ist die, dann hat er also nach der Invasion von Putin in die Ukraine, diese Invasion war am 24. Februar 2022 und die ist auch illegal, also Putin darf nicht in der Ukraine einmarschieren, aber dann wollte Bush eben kurz nach dieser Invasion, wollte er Putin richtig scharf kritisieren und hat in Texas hat er eine Rede gehalten. Und dann hat er gesagt, this wholly unjustified invasion of Iraq. Und dann hat er gemerkt, oh, ich habe gerade das falsche Land gesagt. Ich habe das Land genannt, wo ich einmarschiert bin. Und dann hat er gesagt, Ukraine. Also er hat dann korrigiert. Und alle, die das gesehen haben, haben gedacht,
Alter Schwede, jetzt will so er den krass, Putin Alter. Runterziehen und erinnert an seine eigenen Verbrechen. Richtig, und dann wurde auch noch gelacht da, also vom Publikum aus, und dann hat er auch noch so ein bisschen geschmunkelt und so, anyways, so nach dem Motto, ich weiß ja, dass ich das selber auch mal gemacht habe, aber es ist jetzt egal. Schwamm drüber. Ja, das ist ja gerechtfertigt, Mann, ich bin Amerikaner, wenn ich sowas mache, dann nur für Frieden, so gegen Terror, gegen die Bösen, für die Guten, verstehst du? Ja, ich fand es so pervers, ich meine, hat er safe mit Absicht gemacht. Ist ihm rausgerutscht, Digga. Wehschio. Vor einigen Jahren. Freudscher Versprecher hat, wie er es erklärt hat eben. Ein Intensivtäter gestorben, den viele Freunde befreundet waren. Ich kannte ihn auch. Hat bestimmt auch nicht nur Gutes gemacht, sonst hätte den Status nicht gehabt. Aber es wirklich wurde selbst auf der Beerdigung noch gebasht. Es war wirklich, glaube ich, die gleiche Bild oder BZ. Bush Senior Junior Ehrenbürger von Berlin. Senior war das, genau. Danke, Belasch. Ja, ja, der wurde zum Ehrenbürger gemacht. Und der Intensivtäter wird nicht mehr als 10 Leute umgebracht haben. Und Obama kriegt einen Friedensnobelpreis. Wir leben in einer verrückten Welt, wir leben in einer umgedrehten Welt. So, weißt du, wie ich meine? Es ist einfach so. Jetzt lass mal das, aber ihr wisst Bescheid. Gegenteilwelt. Ja, die Politikerinnen, die in hohen Positionen sind, die erreichen schnell die 10.000 Toten. Das ist auf jeden Fall. 10.000 sind ja noch... Wie gesagt, wenn du in diese Position rein möchtest, musst du am Anfang, also wenn du die Tür betrittst, deine Menschlichkeit draußen lassen, Digga. So, die hat da nichts verloren. Wenig, wenn man sich mal überlegt, über wen wir hier gerade reden. Im Falle der Bush-Dynastie haben wir da viel mehr noch. Interessant sind auch die Parallelen zu der Herkunft. Weil jetzt gerade zum Beispiel von einem israelischen Blatt gerade, habe ich jetzt gerade gelesen, israelisches Blatt, dass die Hamas eigentlich an und für sich so groß ist und mächtig ist, weil Netanyahu und die anderen teilweise vor allem rechten Politiker, wie sie betiteln, aus Israel, sie gefördert und groß gemacht haben. Und auf der anderen Seite, dass sie finanziert wurden und mit aufgebaut wurden, teilweise durch die halt durch den Westen. Das kennen wir ja schon. Ja. Das ist jetzt, ne? Das ist ja, auch nochmal die ist Parallele so. Zu Al-Qaida kommt da. Genau. Die auch von der CIA mit ausgebildet wurden. Boah, weil halt von diesem neuen 911 geredet wird. Da sind so unfassbar viele Parallelen, weil Al-Qaida an und für sich ja auch durch die westlichen Geheimdienste und die Militärs aufgerüstet wurde und benutzt wurde damals. Man kennt ja die Geschichte von Mujahedin bis zu ISIS. Ja, also das ist korrekt. Es ist so, dass die dass israelische Strategen gesagt haben, wir wollen nicht mit der PLO oder mit der Fatah sozusagen nur sprechen. Ja, es ist für uns interessant, wenn wir noch daneben die Hamas haben. Also es ist eigentlich wie, man hat in den 80er Jahren, hat man gesagt, die Hamas aufzubauen macht Sinn. Das heißt nicht, dass man gesagt hat, wir wollen einen Terroranschlag durch die Hamas. Das ist nicht so. Die haben nur keinen Bock auf die PLO gehabt. Aber es ist eben so, dass man sagt, im politischen Diskurs ist es für uns wertvoll, wenn die Hamas mächtiger wird. Und das war durchaus ist auch bezeugt auf israelischer Seite, ja. Und das ist auch in Israel bei den Menschen, die sozusagen hinter die Kulissen schauen wollen, die sagen sich auch, ja, was war denn die Position früher gegen die Hamas? Und das war eben eine Position, wo man gesagt hat, es ist doch auch in dem Interesse, wenn wir die aufbauen. War durchaus die Position von Benjamin Netanyahu, der jetzt Premierminister ist. Und wenn du den Vergleich machst zu Al-Qaida, ist das sehr interessant, weil der Sicherheitsberater von Präsident Carter war in den 70er Jahren Präsident der USA, das war ja Brzezinski. Und Brzezinski hat gesagt, 1979, als die offizielle Geschichte ist, dass im Dezember 79 die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist, also Weihnachten 79. Und Brzezinski hat dann später gesagt, ja, aber die Wahrheit ist, wir haben schon im Sommer 79, haben wir schon die Al-Qaida aufgebaut und dadurch diesen Angriff der Sowjetunion also mit begünstigt. Und dann haben wir, während die Sowjets in den ganzen 80er Jahren in Afghanistan gekämpft haben, haben wir eben die Al-Qaida stark gemacht. Und Osama bin Laden war einer in diesem Netzwerk. Die Saudis haben sehr viel Geld geliefert. Und da gibt es auch alte Plakate, die ich studiert habe, wo es eben heißt Freedom Fighters. Okay, das sind keine Terroristen, sondern das sind jetzt Freedom Fighters, die Al-Qaida in Afghanistan durch die USA und durch Saudi-Arabien finanziert. Und dieses Geld ging eigentlich sehr oft nach Pakistan zum Inter-Services Intelligence, ISI. Und wenn man die Karte anschaut, sieht man ja, Afghanistan und Pakistan haben sehr lange gemeinsame Grenzen. Und das ist alles sehr, sehr bergig. Ja, da kann man nicht einfach flach durchfahren, sondern da muss man wissen, wie die Berge sind. Und dann sind die natürlich immer rüber gesickert als Pakistan und haben dann den Sowjets wirklich eine Niederlage zugefügt. Und dann haben die Amerikaner gesagt, ja, war so super. Und dann hat auch der Journalist gesagt, was, ihr habt die Al-Qaida aufgebaut und so. Herr Brzezinski, sind Sie da nicht irgendwie entrüstet darüber und so? Und das war noch vor 9-11, da hat er gesagt,
What is more important to the world? Some stirred up terrorists or the collapse of the Soviet Union? Was er damit meint ist... Krass, Digga. Ja, da wird halt abgewogen. Ja, da haben wir halt ein paar radikale Terroristen aufgebaut, aber wenigstens haben wir der Sowjetunion geschadet. Was ist denn wichtiger für die Welt? Einige aufgescheuchte, stirred up Muslims, heißt eine, some stirred up terrorists heißt einfach übersetzt, einige aufgescheuchte Terroristen, ja, some stirred up Muslims or some stirred up terrorists, oder der Zusammensturz der Sowjetunion. Und was er damit meint ist, das war... Das ist schon ein wichtiger Unterschied. Hat der Terroristen gesagt oder hat der Muslims gesagt? Am Nakoyim, ja. Diese Wichser, ich schwör's dir. Super Idee. Wir haben einfach die anderen aufgerüstet und so haben wir maximalen Schaden angefügt. Ja. Habe ich, glaube ich, einen Bericht von dir oder irgendwo in den alternativen Medien gesehen, dass es ziemlich oft eine Geschichte war. So Gruppen, Guerilla-Gruppen oder so, erst unterstützt. Ja, safe. Um dann auch Präsidenten zu stürzen und so neue Gruppen installieren und so. Da wird ganz viel hinter den Kulissen gemacht in die Richtung. Von großen westlichen Systemen, dann außer Ukraine war ja auch teilweise irgendwas. Da wurden ja auch, glaube ich, irgendwelche rechten Gruppen finanziert. Zelensky und so, der war doch damals auch mit irgendwelchen so rechten Nazi-Gruppen unterwegs, oder? Ja, da bin ich jetzt nicht so tief im Thema, aber da war auch irgendwas. Geraten sind. Meines Erachtens hatte Bedes mal gesagt auch, dass der im Irak allein auch nur die Manpower hatte gegen Iran wegen Ami-Waffe. Stimmt das, B? Ja, also das hast du ja oft schon erwähnt, dass man da halt immer versucht anzugleichen, dass man die Waage in der Mitte behält, damit der Konflikt so lange wie möglich geht und so kann man so viel Geld wie möglich halt scheffeln. Das ist ein sehr perfides Spiel mit dem Krieg halt. Ja. Ist so, also Saddam Hussein wurde am Anfang unterstützt von den USA und die USA haben dann 1980 gegen den Iran gekämpft, da war Khomeini an der Macht und die Amerikaner haben gesagt, Khomeini wollen wir nicht. Und dann soll Saddam Hussein mal halt richtig auf die Iraner reinballern und dann lief dieser Krieg von 1980 bis 1988 und hintendurch hat man im Rahmen der Iran-Contra-Affäre auch Khomeini bewaffnet. Das ist ja abgefahren. Einfach beide Seiten, Digga. Du hast wie zwei, die sich töten. Und das sind aber größere Gruppen. Das sind nicht einfach zwei Männer, sondern das sind eben Clans. Und du gibst mal dem und sagst, ja, hier, ich hab dir noch, hier ist eine Kiste für dich und so. Und dann Gefälligkeiten, wa? Und der denkt dann, du bist sein Blutsbruder, ja, Waffenbruder. Und dann gehst du zum anderen und sagst, ah, ich habe gehört, du hast Verluste, hier ist ein bisschen was. Und du schaust dann von weit her zu und siehst, wie sich die langsam runter massakrieren und immer weniger werden. Und das ist eigentlich dein strategisches Ziel. Und derjenige, das... Und das ganze Volk hat gar keine Ahnung. ...angesprochen hat, ist George Friedman. Das ist der Chef von Stratfor. Außer ein paar, die dann als Verschwörungsmystiker, rechte Verschwörungsmystiker abgestempelt werden. Ein Think Tank in der... That's the game, meine lieben Freunde. Yes, und der George Friedman hat 2015 einen öffentlichen Vortrag gehalten in Chicago. Kann man auf dem Internet sehen. George Friedman. Auf dem Internet-Video. Und da sagt er... er sagt einfach auf dem Internet, gell. Der Präsident Reagan, weil der war an der Macht in den 80er Jahren. Zuerst war Reagan und dann war Bush. Der war, stimmt es, dass Reagan früher Cowboy einfach ein Schauspieler war? Ja, genau. Wie ja. Okay, stimmt, ja, genau. Und der Reagan hat dann sowohl den Iran unterstützt als auch den Irak. Und dann lacht er so ein bisschen und sagt, ja, das war zynisch und das war amoralisch, aber es hat funktioniert. Und dann sagt er, ja, die Briten haben ja auch nicht ganz Indien erobert, sondern sie haben einige einzelne Könige, das waren ja Königreiche, gegeneinander gehetzt. Richtig. Ist das ganz allgemein, wenn man nicht... Wild, Mann, wild. So, ich würde sagen, wir sind bei der Hälfte angelangt. Fellas and Girls, YouTube, ich küsse eure Zirbeldrüse. Erste Hälfte vom Interview haben wir uns gerade reingezogen. Eure Gedanken soweit unten in die Kommentare rein. Wir machen morgen weiter mit der nächsten Reaction. Das wird dann natürlich auch hier hochgeladen. Be unique, dabei ist alles. Bald dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Und ganz wichtig, lasst euch nicht verarschen. Na, ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Peace.